bin so ein schlechter Mensch. Ich habe alle belogen. Ich weiß noch gar nicht, wie komme ich damit überhaupt klar? Wie komme ich mit dieser Lüge klar? Ich fürchte, ich muss es euch einfach beichten. Ich muss euch einfach die Wahrheit sagen. Weil ihr habt es wirklich nicht verdient, dass man euch anlügt und euch die Unwahrheit sagt. Also sage ich es gerade heraus, weil ich kann mit dieser Lüge einfach nicht länger leben. Ich habe euch angelogen. Und damit das nicht ständig zwischen uns steht, kläre ich das in diesem Video auf und werde euch versprechen, die reine Wahrheit zu sagen und nichts als die Wahrheit. Bevor wir aber zum eigentlichen Thema kommen, noch ein kleiner Hinweis. Ich verschenke eine Kamera. Hier ist jetzt keine Wiedergutmachung oder so. Ich verschenke eine Kamera demnächst. Und vielleicht verschenke ich sie an dich. Ich schenke vielleicht dir eine Kamera. Alle Infos dazu findest du unten in der Videobeschreibung unter dem Stichwort 10K-Challenge. Also, schau mal unten rein. Könnte sich ja für dich lohnen. Ne? Alles, was du vielleicht dafür tun solltest, wäre den Kanal abonnieren, falls du es noch nicht getan hast. Weil es hat was mit Abos zu tun. Mit 10.000 Abos, genau genommen. Und was war jetzt die Lüge, der ich mich schuldig gemacht habe? Ich habe euch immer erzählt, der ISO-Wert beeinflusst die Lichtempfindlichkeit des Kamerasensors. Die ISO oder der ISO-Wert, also die Empfindlichkeit des Sensors in Bezug auf Licht. Je niedriger die ISO-Zahl, umso weniger empfindlich ist der Sensor. Je höher die ISO-Zahl, umso empfindlicher ist der Sensor. Und das ist so nicht richtig. Der Kamerasensor hat immer nur einen ISO-Wert und der liegt in der Regel bei 100, teilweise auch ein bisschen unterschiedlich, aber im Großen und Ganzen ist 100 der Standard-ISO-Wert eines Kamerasensors. Wie gesagt, das kann bei manchen Herstellern ein bisschen abweichen. Wenn ich den ISO-Wert jetzt verändere, dann habe ich immer gesagt, verändert man die Lichtempfindlichkeit des Sensors, so als würde man einen lichtempfindlicheren Film früher in den analogen Kameras einlegen. Und das stimmt einfach nicht, weil die Lichtempfindlichkeit des Sensors wird nicht verändert. Was verändert wird oder was verstärkt wird, sind die elektronischen Signale. Das heißt, der ISO-Wert des Sensors bleibt im Endeffekt immer gleich, egal was er einstellt. Er wird nur elektronisch verstärkt. Und das führt dann auch dazu, dass ab einem bestimmten ISO-Wert das Rauschen sehr deutlich sichtbar wird, weil auch minimalste Fehler einfach verstärkt werden und dann irgendwann sichtbar werden, nämlich als Bildrauschen. Daran erinnert hat mich der Kollege Nick Schräger von iShootYou.com, der ein sehr humoristisches Video dazu gemacht hat, in dem aber natürlich viel Wahrheit steckt, und das verlinke ich euch natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr es also sehr detailliert wissen wollt, dann schaut euch das mal an. Sehr schön mit einem zwinkernden Auge gemacht, vielleicht ein bisschen populistisch, ein bisschen plakativ, ein bisschen sehr reißerisch, aber warum nicht? Also nochmals ganz klar, rein technisch gesehen verändert sich die Lichtempfindlichkeit des Kamerasensors nicht, wenn du den ISO-Wert nach oben drehst. Die Signale, die elektronischen Signale, die auf dem Sensor verwendet werden, wenn man das so bezeichnen möchte, die werden verstärkt und das wirkt sich so aus, als würde die Lichtempfindlichkeit des Sensors steigen. Und damit ist meine Aussage natürlich nicht ganz verkehrt und nicht kompletter Blödsinn. Also ich habe nicht wirklich gelogen. Ich habe es nur einfacher ausgedrückt, weil letzten Endes machen wir uns doch nichts vor. Wenn ich es zu wissenschaftlich, zu hochtechnisch ausdrücke, dann kommen viele Anfänger nicht mit. Und um ehrlich zu sein, ist es auch nicht wirklich wichtig, jedes technische Detail bis ins kleinste Detail zu verstehen. Das kannst du nachlesen, wenn dich das wirklich interessiert. Die meisten Anfänger und auch viele Profis, mich eingeschlossen, interessiert das gar nicht so sehr. Ich weiß, wie das Ganze funktioniert, ich weiß, wie es sich auswirkt und ich weiß vor allen Dingen, wie ich es anwenden muss. Und das ist doch am Ende der entscheidende Punkt bei der ganzen Sache. Wenn ich dich zum Beispiel in einem Anfängerkurs gleich mit massenweise technischen, physikalischen, mathematischen Details überfrachte, die zur Erstellung eines Bildes gar nicht in ihrer Tiefe wirklich nötig sind, dann kann es auch sein, dass du sehr schnell die Lust verlierst. Die meisten Menschen sind keine totalen technischen Nerds. Auch ich bin das nicht so stark. Und für die Technik-Nerds, man kann das überall nachlesen. Man kann sich da tiefer einlesen, wenn es einen wirklich in der kleinsten und Detailtiefe interessiert. Aber um ehrlich zu sein, das ist ein Wissen, das deine Bilder vermutlich auch nicht wirklich besser macht. Lange Rede, kurzer Sinn.
der ISO-Wert oder das Verändern des ISO-Wertes verändert nicht wirklich im rein technischen Sinne die Lichtempfindlichkeit des Sensors, aber es wirkt sich eben so aus, als wäre die Lichtempfindlichkeit des Sensors verändert. Und alles andere, was ich zum Belichtungsdreieck jemals gesagt habe, ist natürlich keine Lüge und kein Blödsinn, sondern in der Praxis genauso, wie ich es gesagt habe. ISO-Blende und Belichtungszeit, das sogenannte Belichtungsdreieck oder wie ich es gerne nenne, die heilige Dreifaltigkeit der Fotografie. Diese drei Werte sind dafür verantwortlich, dass das Bild korrekt belichtet ist. Wenn du jetzt tiefer in die Fotografie einsteigen willst, beziehungsweise wenn du erstmal richtig anfangen willst und die Grundlagen lernen willst, damit du mit jeder Kamera und ohne viel teures Zeug einfach gut fotografieren lernst, dann schau mal unten in die Videobeschreibung. Da gibt es ein paar Infos zu genau diesem Thema. So, hätten wir mit diesem Gerücht jetzt auch aufgeräumt. Ich hoffe, das ist jetzt soweit klar. Wenn dir das Video gefallen hat, weißt du Bescheid. Daumen hoch, Abo dalassen, weil es gibt demnächst was zu gewinnen, und zwar eine Kamera. Und die Bimmel einschalten, damit du kein Video verpasst. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Und ich verspreche euch, ich werde nicht mehr so viel lügen. See ya! Ui, ist das windig. Ich hoffe, das hört man nicht zu stark. Tote Katze, mach deine Arbeit. Hä? Außerdem ist es sowieso viel zu dunkel, so geht das gar nicht. Ja, und ich habe euch belogen und Lügen haben nicht nur kurze Beine, sondern scheinbar auch rutschige Finger. Autsch. Gut, dass eine Actioncam ist. So sieht sie aus. Die berühmt-berüchtigte Lügenfresse. Alles Lüge! Ja, ja! Nee, singen ist nicht so meins. Lass mal.